Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordnete, Herr Keller, wenn Sie nicht Regierungspartei wären, Sie jetzt SPD, würde ich sagen, Sie sind einfach nur lächerlich. Nachdem in Mannheim ein Polizist ermordet wurde, nachdem in Solingen drei Menschen ermordet wurde, fällt Ihnen nichts anderes ein als mehr Überwachung der normalen Bevölkerung? Ihnen fällt nichts anderes ein als ein Waffenverbot in einem Land, in dem das Waffenrecht das schärfste in Europa ist? Und Sie reden von Würde der Menschen. Die Leute sind tot. Uns geht es nicht um die Würde der Menschen, uns geht es um die Leben der Menschen. Und deswegen ist es an der Zeit, endlich in diesem Land für Sicherheit zu sorgen, die Ihre Partei in diesem Land leider zu Grabe getragen hat. Und wenn Sie dann davon reden, dass ein Betretungsverbot auf öffentlichen Veranstaltungen für Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber, Antragsteller und Kriegsflüchtlinge etwas mit Faschismus zu tun hätte, dann möchte ich Ihnen zwei Dinge erwidern. Erstens, die Menschen in Solingen würden mit so einem Betretungsverbot noch leben. Zweitens, wenn Sie von Faschismus sprechen, erinnere ich Sie daran, was Sie zwei Jahre alle hier getan haben. Leute, die nicht geimpft waren, Leute, die nicht getestet waren, durften nicht schwimmen gehen. Sie durften teilweise nicht in die Schule gehen. Sie durften nirgendwo hingehen. Und Sie beschweren sich über ein Betretungsverbot, meine Damen und Herren. Sie haben doch jahrelang gezeigt, dass Sie es mit der Demokratie nicht ernst meinen. Sie haben ein Betretungsverbot für völlig gesunde Menschen erlassen. Ein Betretungsverbot für Menschen, die Sie ausgegrenzt haben, von denen wir heute hoffentlich alle wissen. Auch Sie, wenn es auch schwer zu verstehen ist für Sie, dass das falsch war. Und auch heute verstehen Sie nicht, dass die Forderungen der AfD richtig sind. Wir brauchen keine Überwachung, wir brauchen keine Waffenverbote, wir brauchen Grenzschutz, wir brauchen Abschiebung, wir brauchen Rückkehrzentren, wir brauchen Betretungsverbote für Gefährder und für Personen, die potenziell in der Lage sind, weitere Menschen zu ermorden. Und uns geht es nicht, und ich sage es zum Schluss nochmal um die Würde, uns geht es um die Menschen, die noch sterben werden. Um die Menschen, die noch sterben werden wegen Ihrer Politik, meine Damen und Herren. Und dann sage ich das zum Schluss, was ich in der Pressekonferenz gesagt habe. Jeder 20. Syrer lebt auf dieser Welt, lebt in Deutschland. 1 Million. Gehen wir davon aus, dass nur 5% davon bereit sind, mit dem Messer zuzustechen, sind das 50.000. Der Kollege vom RBB hat über die Zahl gelacht. Gehen wir davon aus, dass jeder von denen nur 2 Menschen umbringt, sind das 100.000. Und dann erinnere ich an Mannheim. Nach dem Anschlag waren 35 Polizisten, um deren Würde Sie sich ja so schön kümmern wollen, 35 Polizisten langfristig außer Dienst. Wie viele Leben von Polizisten, von Familienmitgliedern und von zukünftigen Menschen, die noch abgemessert werden, wollen Sie noch aufs Spiel setzen, meine Damen und Herren? Stimmen Sie dem Entschließungsantrag zu, reden Sie nicht nur, labern Sie nicht nur und entscheiden sich nach der Wahl dann anders. Seien Sie endlich mal glaubwürdig, auch Sie von der CDU, stimmen dem Antrag der AfD zu, sichern Sie das Leben unserer Bevölkerung. Vielen Dank. Abonnieren Sie unseren Kanal. Die Links sind unten in der Videobeschreibung.